Beendigung mit Conway. Wir steigen wieder auf den Duro-HTS um, ob man ein Bike unter 1000 Euro überhaupt fahren kann im Gelände. Wir haben jetzt dann einen Freialtrieb, der muss geplant werden. Wichtig ist, dass man Fokus hat. Aufklärung Groß-Venediger, schaut euch das an, argumentiert, helft uns da. Also wir haben einiges vor uns. Unser Plan wäre ja in Süden. Was passiert jetzt? Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Thank you.
schönen guten Mittag. Wir sitzen wieder bei unserer bekannten Hüttenkapelle. Wir sind schon beim Jausen, heute gibt es wieder Brot und Salami. Auffahrtsequenzen haben wir eigentlich auch schon gefilmt, ein bisschen mit Atmos heute. Einfach so ein kleiner Einblick sein von unserem Tag heute, Frühlingstag. Genau, das wird jetzt gar nicht extrem langes Video werden. Ich werde eigentlich einfach ein paar kurze Sequenzen rein, dass ihr mit dabei seid. Bei unserer Home-Trail-Runde quasi. Wir sind heute wieder mit den Leuten im DBS am Weg. Jause gibt's, Auffahrt haben wir auch schon gehabt. Die restliche Auffahrt kommt dann nur Richtung Gipfel. Vielleicht entstehen heute nur ein paar Technikvideos. Vielleicht, wenn das Video kommt, sind sogar schon Fahrtechnikvideos online. Die nächsten kommen aber dann. Also wir werden das jetzt an einer Reihe und Glied backen und haben jetzt da schon so ein Schema überlegt, wie wir das am besten machen würden. Beziehungsweise der Mascht, irgendwie das erklärt. Das genau. Ja, gut, das ist richtig gut. Ist er da extrem gelernt und bewandt auf diesem Gebiet. Also, ja, hoffen wir mal. Wieso? Aber das wärst du noch. Derzeit haben wir seit ungefähr, sag ich mal so, 2-3 Wochen ziemlich viel privat los. Ja. Das heißt jetzt nicht Stress. Stress klingt immer negativ, sondern sage ich mal, viel Aufgabenbereiche zu erledigen. Wir haben jetzt eine Wohnung ausräumen müssen, einen Kirchberg drinnen. Da waren ein paar private Gegenstände noch drinnen. Die haben wir zeitweise nur so ein bisschen genutzt. Als Lagerstätte, das hat viel weg müssen. Genau. Dann die Beendigung mit Conway hat uns ja dahin gebracht, dass wir back to the roots gehen. Ja. Das heißt, wir machen wieder Enduro. Hast du gestern mit dem Hemd? Gestern, ich weiß nicht mehr, was fein war. Wir steigen wieder auf Enduro-Hartes um. Da gibt es jetzt auch ein Video über Low-Budget-Bike, ob man ein Bike unter 1000 Euro überhaupt fahren kann im Gelände. Das haben wir auch noch aufgebaut in der Zwischenzeit. Habe die Sprachen einzogen, teilweise bei den Föhren ab Lager tauscht, alles so Sachen. Und dazwischen sind wir natürlich schon sehr viel mit dem Rad am Weg gewesen. War halt auch ziemlich viel bei uns. Genau, nur bei uns, weil ich kann mir derzeit nicht leisten, also das Ganze mit der Arbeit. Ich muss mir das ja irgendwie stemmen und die Party zahlen, die Wiki auch. Dass wir jetzt zwischen den ganzen Schrauben noch wegfahren, für mich ist das dann zu viel Stress, dass ich sage, ich fahre jetzt, keine Ahnung, ein Quattro Seeöcher, ich fahre jetzt wieder nach Trento, wo wir ja auch schon alles kennen, nur dass jetzt da unten Biken war. Und ja, wir haben jetzt dann einen Freialtrieb, der muss geplant werden. Wir haben dann Abgabetermine mit ein paar Magazine. Es ist dann aber auch noch mit dem Tourismusverband in Slowenien noch was am Programm, wo wir noch was liefern und die Bilder machen müssen. Es sind nur einige Hotels in Kroatien, wo wir so Arbeitsreinkommen mit einer Kette, wo wir da noch was hinschicken, ein Bildermaterial, das muss noch nachgearbeitet werden. Also ihr seht, es ist doch, sage ich mal, recht viel los gewesen in letzter Zeit. Und dann und halt nur das ganze Bilder bearbeiten bei dir, genau, und halt das ganze Social Media. Genau. Das sollte ja auch noch nebenbei gemacht. Das sollte ja so sein, dass man ausgefüllt ist im Tag. Aber wenn wir jetzt auch noch die ganze Zeit jetzt ins Finchgau gefahren waren und nach St. Martin, was ich gleich gar kenne, wie die Wütschen auch, da muss ich sagen, ist für mich das mehr Stress als Erholung, weil wenn genau, ich jetzt wo hinfahre, Projekte aufnehmen oder ein Projekt machen, dann müssen wir einen freien Kopf haben. Also ich will nicht mit einer Belastung im Hinterkopf, dass ich mir denke, okay, jetzt kommen Teile, jetzt ist das zum Schrauben, jetzt habe ich noch einen Technikkurs zum Absolvieren, jetzt habe ich noch zwei geführte Touren die Woche. Irgendwann bist du da durch. Mit Ende 30 brauche ich mir das nicht mehr geben. Und deswegen das war ist halt es jetzt so gewesen. Genau. Extrem viel auch zum Schrauben. Wie gesagt, die cool Conway-Bikes haben zurück müssen, relativ schnell dann. Genau. Die haben wir dann auch wieder natürlich auf die Standardsachen umbauen müssen und dann im Gegenzug überlegen, welche Bikes nehmen wir und die natürlich auch dann wieder auf den neuesten Standard und so weit umbauen, dass sie wieder fahrtüchtig sind. Das war halt jetzt ziemlich viel zum Denken für die, weil wir natürlich auch wieder umgerüstet haben auf ein paar Sachen, was halt dann auch mehr Sinn macht in der Zeit jetzt, weil die echt lang gestanden sind und sie da viel tun hat in der Technik. Aber ja, was verrückt an der Story, weil sie kurz unterbricht, weil du es ausschneidest mit den Umbauen. Hey, ich habe Sachen gefunden online, Tune, Laufräder, also Norm mit ja, irre, was denn die Swiss für 150 Euro, nickelnagelneu. Es sind Sachen hergegangen, wo ich mir denke, Hope ist auch nicht Tune und jetzt sind Hope Laufräder drin für echt low budget, wo man denkt, wenn man ein bisschen gebraucht, schau im Aftermarket. Wahnsinn, was also da wir machen los ist so viel und überhaupt du mit den einzelnen Teilen. Es ist halt einfach saugut, wenn du dich auskennst. Ich bin da nicht so extrem bewandt, jetzt, was die Technik von den Bikes so geht, dass ich sage, ich komme mal selber jetzt aus zusammenzimmern. Aber das Ding gibt es ja auch Mast, der was sich da voll gut auskennt. Jetzt kennst du immer noch mehr aus. Genau, du darfst da gerne schrauben. Aber da gibt es halt oft so die einzelnen kleinen Teile, wie die ganzen Standards, was sich da wieder geändert hat, dass man das auf das bauen kann und das passt. Und das, und das System ist halt macht, genau. Einfach eBay Kleinanzeigen und will haben und so. Wahnsinn. Sind einfach super. Online-Anzeigen, cool. Genau, die, wo sie halt froh sind, wenn sie es weg haben, weil sie es halt nicht mehr brauchen und teilweise auch echt neu und original verpackt noch und genau halt einfach das zu dem passt und das ist echt voll cool. Aber also, was ich damit sagen will, ist halt, wenn man sich in die Materie einsetzt, wie die meisten Sportarten, ich komme ja aus dem Rennsport und so wirklich gute Ski, die kosten natürlich einen Preis und ich mache das seit Jahren schon, ich kaufe halt irgendwo gebraucht Ski für 50 Euro, die richte ich mir dann her mit der Maschine, schraufe mir dann eine Bindung rauf. Pflege die Bindung, Service die Bindung, das ist nicht wirklich komplex. Ich weiß, welchen Holzaufbau ich brauche, weil ich die Ski gut kenne.
besorgen wir einen Skischuh, stellen wir das Canting beim Skischuh ein und alles. Mit Einladungsfolie, die lassen wir machen. Wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt, kann man wirklich viel coole Sachen machen. Da geht es gar nicht um jetzt ein totaler Sparfuchs sein oder so. Da geht es oft nur, wenn ich einen Sport anfange, dann setze ich mich mit denen auseinander und kann natürlich mit denen die richtigen Entscheidungen treffen. Ich würde nicht sagen, dass jetzt Bikes um 14.000 Euro oder die M1 sind ja hochpreisige Radl jetzt Müll sind, die braucht keiner, die stimmt nicht. Aber gerade für einen Sportanfang denke ich mir halt, warum so ein hochpreisiges Bike kaufen? Da probiere ich es oft, brauche ich das überhaupt? Und wenn mir das dann gefällt, kann ich weitergehen. Und mit dem Tutorial und mit dem Video über Enduro HTL unter 1.000 Euro, funktioniert das überhaupt? Werden wir euch sagen, wie viel möglich ist, auf was ihr achten müsst und warum ein HTL immer noch das beste Rad ist, um den Sport ehrlich zu lernen. Das werden wir euch auch in diesem Video erklären, weil einfach weiterentwickelte Bikes auch eine weiterentwickelte Fahrtechnik benötigen, um das Potenzial auszuschöpfen. Sicher ist es wie mit einem Auto mit viel Leistung und Allradantrieb und Elektronik, das macht es viel selber. Aber wenn man es gut kann, kann das ja noch viel mehr. Und dahin gehen wir jetzt. Geht's, machen wir die Lehrvideos, das heißt, gewöhnen ans Bike, genau. Setup am Bike, Cockpit, Grundeinstellung ein bisschen, Grundposition am Radl, dynamische. Dann geht es eigentlich schon in Kurventechnik, machen wir ein bisschen enge Kurven, weite Kurven, Bremsen. Drücken, danke. Legen. Schlussendlich machen wir dann auch noch die Spitzkehre, die klassische, warum man Spitzkehre überhaupt macht. In Kombination mit Bremstechnik werden wir machen. Sprünge, Drops machen wir, dann Floaten machen wir ein bisschen. Wheelie fahren werden wir ein bisschen anschneiden. Apropos Wheelie, ja, das ist auch mein Ziel für heuer, beziehungsweise in den nächsten Monaten. Ne? Ich bin schon fleißig dran. Ich habe auch schon ein paar so kleine Aufnahmen, dass ich das einfach so als Gesamtvideo dann habe, wie ich angefangen habe, dass auch nicht ab der ersten Sekunde funktioniert hat. Ja, es ist ein langer Weg, aber ich gebe nicht auf und das habe ich mir jetzt als richtiges Ziel gesetzt. Also das verpasst es eh ganz gut. Und dazwischen halt eben die Projekte. Und dazwischen muss man halt aufpassen, weil wir ja Bikern zu unseren Fokus- und Lebensmittelpunkt gemacht haben. So wie andere halt eine Bildmalerei zu einem Lebensmittelpunkt machen. Oder andere Musiker werden und sagen, das ist mein Lebensmittelpunkt, wo keiner versteht, wie man sich stundenlang in einer Tonstudio verkriechen kann. Wichtig ist, dass man einen Fokus hat. Bei uns ist es halt jetzt Biken derzeit und diesen Fokus verfolgt. Und wenn du einen Fokus hast, dann kann er im Leben oft was sein, was nicht so gut ist. Das reißt immer wieder weg. Also man kommt immer wieder aus dem Bereich raus, weil man hat den Fokus. Gibt aber dann jetzt auch noch ein Video und eine Aufklärung Großvenediger, wo sie ja die Geister komplett geschieden haben, wo sie ja Leid und Wüst beschimpft haben, dass wir da wohlstandsverwöhnte Narzissten sind, die was den Berg runterfahren müssen. Andere haben gesagt, das ist keine Straftat, sondern eine sportliche Leistung. Meinungen sind immer akzeptabel, außer sie werden mit Schimpfwörtern belegt oder mit unterschwellig. Dann sind es keine Meinungen, dann sind es persönliche Äußerungen. Meine Eltern haben mir immer gesagt, bevor was Schlechtes im Leben sagt, sagst du einfach gar nichts. Hab mir im Leben viel bewahrt. Ich habe mir einen Spruch aufgefasst, jeder Mann, der was seine Leber unter Kontrolle hat, also einen Alkohol unter Kontrolle hat, seine Zunge unter Kontrolle hat und das mit den Frauen unter Kontrolle hat, hat 95% weniger Probleme. Daher, das Internet vergisst nicht und ja, das Leben auch nicht, bevor man oft was Schlechtes jemandem sagt oder macht, immer wieder, denkst darüber nach, das kann ja immer aufkommen und man kennt oft die Personen nicht. Ich habe zum Beispiel einen Technikkurs gehabt, die waren Rechtsanwälte, tätowiert alles. Ich will nicht sagen, dass tätowierte Leute schlecht sind, überhaupt nicht. Aber hätte es nie gesagt, optisch, dass es ein Rechtsanwalt ist. Habe mit ihm geredet, dann hat er gesagt, er macht für Jugendrecht und so. Und das sieht man ihn gar nicht an und er wird oft wüst beschimpft. Und man weiß ja halt nicht, wer da im Hintergrund ist. Und deswegen sage ich immer, wenn jemand einen Fokus hat und sein Ding macht und das gefällt auch nicht, dann sage ich, okay, ist jetzt nicht mein Ding. Außer es ist jetzt irgendwas, wo ich sage, es ist eine Straftat, dann alles nämlich schon. Das finde ich jetzt nicht gut. Eure anderen Sachen schlucke weg. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Das wollen wir euch noch ein bisschen bringen. Ja, weil da haben wir noch den Venediger. Das ist ein bisschen eine längere Aufbearbeitung. Auch unsere quasi. Argumente, genau. Genau, und halt auch die ganzen Zusammensammlungen, warum was wir da jetzt brauchen. So kommen das möchte man, wenn dann schon richtig genau und genau aufklären, einmal und dann ist das abgeschlossen. Warum auch der Venediger und warum die Straftat, warum 6.000 Euro Straf, ja, warum dann doch keine Straf, warum dann Äußerungen auch vom Land und von der Behörde gekommen sind, vom Land Tirol, so quasi, jetzt seid ihr Tirol, jetzt müsst ihr wissen, was das für uns, was da los war, wo man gemerkt hat, wie politisch das Ganze auf einmal wird, wie wir dann doch wieder gemerkt haben, wie die Politik eingreift und sagt, ach, jetzt lassen wir es in Ruhe, das passt dann doch wieder, dass sie es gemacht haben oder doch nicht. Genau. Also das wollen wir euch einmal erklären und einfach neutral auf den Tisch legen, ja, und argumentieren, dass halt viele was denken, wohlstandsverwöhnte Narzissten, die zwar und bekommen daheim das Geld finanziert, egal wie hoch es ist, eingebildet und können mit dem Geld machen, was sie wollen und machen jetzt irgendeine Show, eine One-Man-Show oder zwei Personen-Show auf einem Channel. Das ist es nicht, sondern
wir überlegen uns schon was und es hat für uns eine Bedeutung. Und das werden wir auf jeden Fall alles machen. Ich habe das jetzt einmal alles so erfasst. Ist sicher auch vielleicht viele interessant und cool. Ja. Und da gibt es sicher sehr guten Diskussionsbedarf. Hoffe auf eine rege Diskussion. Ich hoffe auf interessante Argumente bei den Videos. Also bitte schaut euch das an, argumentiert, helft uns da auch, Weitwinkel zu erweitern. Also für uns ist ja wichtig, je mehr Leute kommentieren, wie gesagt, kommentieren, nicht sticheln, desto besser wird unser Fokus und desto besser werden wir, denn wir nutzen ja das total. Also das finde ich schon super. Ich hätte immer gerne, auch wenn ein Jäger dabei ist oder ein Landwirt dabei ist, die sind alles Leute, die was wichtig sind, weil so die Argumente, die braucht man im Leben. Man ist ja nicht nur auf sich getrimmt, man vertritt ja seinen Standpunkt und Fokus, man braucht ja den anderen Fokus, ist auch ganz wichtig, auf das werden wir auch hoffen, dass sie das anregt. Ja, und verschiedene Blickwinkel. Und ganz so kommt man dann oft auf verschiedene Lösungen oder Weitblicke, wo man halt sagt, okay, der sich das so macht, so Sinn, aber auf die andere Art und Weise war es so. Also genau, ich glaube, das wäre jetzt sehr ein spannendes Video. Klar, ja. Und dann haben wir natürlich auch noch Tourenplanung, wie du das machst, Bildbearbeitung, Klimano, Videobearbeitung. Also wir haben einiges vor uns und natürlich können wir jetzt auch sowieso hochtouren und die ganzen Projekte. Vielleicht kommt da ein bisschen eine Home-Story für uns noch. Das, was wir jetzt für Interessen haben. Für uns der Alltag anschaut. Genau, oder halt einmal so, wie wir so wohnen, was wir so brauchen, wie wir so umgehen, wie das bei uns so in Dings ausschaut und so. Vielleicht kommt das noch. Das überlegen wir uns jetzt dann. Also einiges Neues geplant. Natürlich haben wir uns in der Zeit, wo jetzt nicht so extrem viel gekommen ist, Gedanken über das Ganze alles gemacht. Und eben, wie gesagt, es ist eigentlich alles noch normal. Wir haben gerade echt sehr viel zum Tag gehabt und deshalb sind ein bisschen Kommentare und so hinten geblieben, weil man möchte es wirklich ehrlich und mit Freude beantworten und nicht unter Stress und mit Copy-Paste und so. Auto war noch bei der Hauptüberprüfung, haben wir auch noch gehabt. Genau. Hat es auch wieder gekriegt. Hat auch wieder ein Pickerl, unser Orange geht's. Genau, Pickerl für Nicht-Österreicher. In Österreich wird das Auto jährlich so einer Zwischenüberprüfung zugeführt, wo signifikante Punkte prüft werden am Auto, Bremsen, Lichtanlagen und so, ähnlich wie die Hauptüberprüfung in Deutschland. Ähnlich, ich weiß nicht, wie das ist, jährlich, finde ich aber super jährlich, finde ich ganz gut. Dann hat man natürlich auch die Mängel, was man oft selber, wenn man kein Fachmann ist, von einem Fachmann behebt. Dann haben wir die Werkstatt umgerammt zwischendrin, wir haben eine riesige Werkstatteinwerkung noch. Ja. Da haben wir sonst ein bisschen eine Lagerfläche, da haben wir jetzt alles sortiert zwischen Bike-Teile und zwischen wirklich, haben wir ein Lager draus gemacht, um Sachen lagern. Ich habe so einen Skispinner, ich habe so total limitierte Ski gekauft, ewig viel, ich glaube 60 Paar Ski, dann Bekannten gehabt. Und da habe ich immer so Ski zusammengekauft und so limitierte, so Iron Maiden, Motorhead, Rolling Stones, die liegen original verpackt noch. Die will ich irgendwie nicht weg tun. Und die haben jetzt einmal gelagert. Es war halt überhaupt jetzt der Übergang von den Bikes eben und von Winter auf Sommer quasi. Genau. Durch die ganze Umstellung haben wir das alles gleich in einen Aufwasch gemacht, weil wir die Bikes sowieso umräumen haben müssen, durch das jetzt die ganze Garage umgeräumt werden müssen. Genau. Ja, genau. Und man denkt sich halt immer, wo geht die Zeit hin? Und man hat die Zeit nicht, weil der Tag so schnell um ist, aber man hat die Zeit. Man muss es nur nehmen und richtig einteilen. Genau. Es ist halt einfach wirklich so. Und durch das haben wir die Zeit jetzt einfach da auch sehr viel in das investiert. Und vielleicht gibt es noch ein Projekt, das was wir auch gleich einmal erzählen können, aber dazu gibt es dann auch noch mehr. Es läuft alles ein bisschen im Hintergrund. Genau. Wir sind aber erst die, wo es dann irgendetwas sagen, wenn es dann soweit ist. Unser Plan wäre ja in den Süden ziehen, das verfolgen wir ja lang schon. Aber nicht, weil Tirol so hässlich ist oder Österreich so hässlich ist, sondern, und das muss man immer dazu sagen, unser persönlicher Aspekt und unsere persönliche Einstellung. Diesen Punkt, ich weiß nie, ob das richtig ist, ich weiß nie, ob das falsch ist. Kann auf die Schnauze fallen, kann natürlich der goldene Weg werden. Wir wissen es auch nicht und das hemmt uns aber nicht an der Situation. Aber natürlich haben wir immer im Hinterkopf ein laufendes System, was funktioniert, werden wir nicht verändern. Also wenn was funktioniert und gut läuft, reiße ich nicht ans Ruder um, weil es läuft ja. Gell? Und außer es ist jetzt, sage ich mal, kontraproduktiv in irgendeiner Hinsicht, dann natürlich, aber sonst tun wir das nicht. Das ist halt alles. Aber das muss auf uns zukommen lassen, das gut planen. Aber dazu vielleicht auch bald mal mehr. Jetzt eigentlich los mit den großen Trips. Der erste Trip wird der Alpe-Radria-Trip, so Richtung Koper, Tries, Rijeka, Hinterland. Der zweite Trip wird dann schon Ligurien werden, ein bisschen was im Hinterland. Die großen Sachen und dann möchte man ein bisschen vielleicht einen Kummersee anschneiden, je nach Wetter. Und dann geht es eigentlich Ledrosee, heute ein bisschen der Fokus. Ledrosee und Biavetal. Biavetal ist doch einiges offen noch. Biavetal, wo wir auch ein bisschen sehr, sehr cool. So anschneiden, das ganze Meer und da ein bisschen was probieren. Westalpen sowieso mehr wieder, so wie letztes Jahr, dass man sagt, so 3-4 Wochen Westalpen in Summe nimmt. Ja.
aufgeteilt, weil es ist mir das zu lang. So haben wir den ganzen Plan. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann schon November sein. Und dann werden wir mit den 4,8 von Fatbikes durch die Gegend rollen, Ofen anheizen. Und so läuft es dahin. Und so läuft es weiter. Super, dass du zugelassen hast. Danke. Ja. Und jetzt können wir die Abfahrtsequenzen. Danke für den kurzen Ausschweif. Genau, wir werden jetzt noch essen. Auf für den Gipfel und dann geht's auf die Abfahrt. Und da drüben sind so nette Gams die ganze Zeit beim Gras. Wahnsinn. Aber der kann ich nicht sagen, weil auf der GoPro kennt man das nicht. Wahnsinn. Apropos GoPro, wir haben natürlich da auch immer ein bisschen Ideen, wenn wir das ein bisschen erweitern möchten, dass wir nicht auf der gleichen Schiene, es sollte natürlich, wenn etwas passt, so weitergehen. Aber natürlich möchten wir ein bisschen ins Erweitern da vom Horizont. Was jetzt so das Video? Vielleicht sind es aufgefallen, die Videos sind leicht anders auch ein bisschen. Ich habe mit ein bisschen experimentiert. Wir haben dann jetzt aber auch von einem Smartphone umgewechselt und so. Ich möchte ein bisschen schauen, dass es ein bisschen ausgeweiteter wird und eben halt auch ein bisschen Schwung reinkriegen mit den ganzen Technikvideos und so. Das ist nicht so ganz eintönig. Genau. Aber wir machen halt das und das ist halt einfach so. Jetzt ist eigentlich, oder? Yes. So, das war's. Der was essen und dann gehen wir alle von. Passt. Dabei bleiben und viel Spaß bei der Abfahrt. Was passiert jetzt? Jetzt habe ich kurz die E-Mail gecheckt und jetzt gehen wir Radl fahren. Jetzt gehen wir Radl fahren? Ja, genau. Steht der Downhill hoch, oder? Jetzt habe ich da hergeguckt, ja. Und jetzt steht der Downhill hoch, ja. Also abfahrtsorientiertes Mountainbiken. Passt. Druck aufs Vorderrad. Let's go. Fahren we'll be right back.
Thanks.